Hallo Sammy. Na Mann. Na, es geht. Alles gut bei mir. Ja? Ja. Alles gut? Sehr gut. Ja. Ist die Hose nicht ein bisschen zu groß? Ist okay. Ich komme damit klar auf jeden Fall. Ich musste mich schon oft dafür rechtfertigen. Warum? Weil das in Deutschland auf jeden Fall ein kleines Problem für Leute ist, das einzusehen, dass ich es genauso merkwürdig finde, wenn bei ihnen die halbe Hose in der Arschrille sitzt. Ja. Für mich ist auf jeden Fall das die gemütlichere Variante. Alles klar. Warum auch nicht einfach ohne Hose zum Beispiel? Das überlasse ich dann wieder anderen Leuten auf jeden Fall, aber ist auch eine Variante. Wen gibt's da? Da gibt's schon Leute, die das so fetischmäßig, glaube ich, Bock haben. Aber geil. Nee, bei mir ist so, ich habe auch bevor ich Hip-Hop-Fan war, immer Jogginghosen getragen. Ich war nie so ein Typ so vom Körperbau her alleine für 501 und so deshalb. Vom Körperbau jetzt? Ja. Verstehe. Ja, ich bin auch kein Riesenfan solcher engen Jeans. Wem sagst du das? Und viele haben ja gar nicht mitbekommen, dass ich nur noch ein Bein besitze. Okay. Aber das kann ich an dieser Stelle ja einfach mal erwähnen. Auf jeden Fall. Ja. Das ist ein Outcome. Ja, absolut. Und jedenfalls, du bist ja jetzt raus mit einem neuen Album und einer neuen Single. Hier ist sie, Let's Go, und hast dich jetzt auch richtig selbstständig gemacht. Du bist auch Plattenproduzent jetzt. Ja, genau. Ich habe das eigene Label, Deluxe Records, und das ist jetzt das Album, was kommt, ist ein Album von mir und den Acts auf meinem Label. Es sind einmal Headliners, eine dreiköpfige Gruppe aus Hamburg. Und die haben drei Köpfe? Elo und Solo-Künstler. Achso, und wir haben dann alle zusammen ein Album gemacht, wo ich sozusagen noch als Zugpferd fungiere, so da, um die Namen einfach in die breite Öffentlichkeit mal zu bekommen. Aber die erste Single ist ein Solo-Lied von mir und so fängt's an. Ja, sehr, sehr gut. Let's go. Und das kommt jetzt wann raus? In 2 Wochen, glaube ich, ne? Genau, in 2 Wochen. Am 18.11. Single, eine Woche später, 25. das Album. Sehr gut, sehr gut. Ich habe eigentlich einen Knallergag vorbereitet gehabt. Und zwar habe ich so ein bisschen drauf gewartet, dass du vielleicht irgendwelche Hip-Hop-Phrasen hier so raushaust. Okay. Ja, dann hätte ich einfach nämlich mal mitgezählt, so einen Zähler gehabt irgendwie. Ja. Weil oft ist es ja bei Talks mit Hip-Hop-Acts so oder so, man kommt direkt rein und sagt, ey, es geht. So, zack, wäre erstmal gleich die erste halt weg. Aber das ist jetzt auf deiner Seite, ne? Das ist jetzt meine Seite, okay, das wäre deine Seite. Aber du hast jetzt ein gewisses Image, was du auch jetzt raushauen musst. Ich sag mal, für die Hose gibt's schon mal direkt einen Punkt. Okay. Ja? Und auch natürlich für die Kette. Okay. Nicht schlecht, jetzt bestimmt auch. Wir machen noch einen für die Uhr. Alter. Da kann ich nur meine, sagen. Meine Schuhe sind auch nicht geschnürt. Alter, so. Schuhe auch nicht geschnürt. Fette Boots, Alter. Blink, blink an der Uhr. Und auch an der Kette. Ja, das ist schon derbe Digger auf jeden Fall. Derbe Digger, das gibt direkt 2. Ja, das ist ja nicht nur Hip-Hop-Slang, das ist ja auch ein Hamburger Ding, weißt du? Also, gut, dann nur ein natürlich. Das Digger ist einfach so ein Hamburger Ding. Ja, aber sonst irgendwie, gibt es irgendwelche Leute, mit denen du gerade Beef hast? Nee, im Moment gibt's keinen Beef eigentlich. Eigentlich ist alles entspannt, so, es gibt immer... Entspannt. Einfach mal machen. Auf keinen Fall. Alter, entspannt. Entspannt? Drogenkonsum. Nee, nee, nee. Das hast du gesagt, auf jeden Fall. Okay, krieg ich den Punkt. Aber, nee, im Moment ist alles sehr, sehr entspannt und chillig. Ich gehe mir selber... Chillig, alles klar. Und es gibt immer Leute, die mich nicht mögen, Leute, die ich nicht mag, aber... Wen magst du nicht? Sage ich jetzt nicht, es ist so anstrengend, weißt du, man muss sich dann immer so feige, lange damit... Feige, feige. Ist okay. Nein, nee, gibt's ruhig ein. Nee, weil es letztendlich... Was hältst du denn jetzt gerade von dieser ganzen Sido- und Agro-Berlin-Kiste? Also Sido, ich habe überhaupt kein Problem mit Sido. Nee. Ich mag ihn ehrlich gesagt echt sehr gerne jedes Mal. Ich habe ihn jetzt das letzte Mal beim Komet getroffen. Ja. Die ganze Crew, das sind auf jeden Fall alles sehr nette Leute. Ganze Crew kann man ruhig einfügen. Ah, stimmt. Ja, die habe ich ja auch gesehen beim Kometen. Also hier Flair und alle hatten ja so ganz gefährliche T-Shirts an. Das war längst schon das Gefährlichste an denen. Ja? Mhm. Die müssen ja immer auch so mit 8 Leuten um sich herum dann irgendwie da auf die Bühne gehen. Ja, weil ja auch die 12-Jährigen sind ja ganz gefährlich da in Oberhausen. Das weiß man ja auch. Findest du sie gut oder so? Ich die 12-Jährigen? Nein. I believe I can fly. Hey, das ist, glaube ich, einfach dann so, das ist so die Geister, die sie gerufen haben, so, weißt du, dass man auf Welle machen muss. Wenn du extrem auf Welle machst, so, dann hat man natürlich auch mehr Leute, die einen auf so einem Level testen. Also ich habe persönlich nie so solche Ansagen gemacht, dass ich jetzt aggro oder gewalttätig oder irgendwas bin. Deshalb kommen auch wenige Leute zu mir und versuchen irgendwie richtig stressige Aktionen zu bringen oder so. Das ist alles.
Nee, ich streiche gerade zu. Ja, ich streng mich schon an. Ja, ja, nee, ist ja gut. Nee, ich finde ja so ein bisschen albern, wenn die mal so mit ihrer ganzen Gruppe da mal stehen und mal so einen auf den machen. So, ey, was geht? Irgendwie. Ja? Denke ich mal, geil, zeigen sie, wie viele Schuljahre sie absolviert haben. Ja? Aber in der ganzen Gruppe. Ey, pass auf, sie so, du gehst ein halbes Jahr, ich geh ein halbes Jahr. Nee, ich glaube, das gehört einfach dazu. Viele Leute sind ja, das hat ja auch nicht immer nur was mit einem Klischee zu tun. Nee. Dass Leute Rapper werden und sich dann jedem Klischee fügen, sondern einfach aufgrund ihrer Persönlichkeit auch in dieses Rap-Ding reinrutschen. Ja. Es gibt einfach Leute, die reden den ganzen Tag nur Slang, ihnen fällt es schwer, einen Satz zu reden, ohne das Alter, stimmt. Digger oder irgendwelche das Sachen stimmt. zu sagen. Und deshalb, DJ Bobo zum Beispiel. Ja. Da hatte ich noch nicht drauf geachtet. Ja, 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 und es ist ja auch dann so, wenn man Leute disst, dass es dann oft ja solche Battles gibt. Ja. Und ich habe gehört, du bist ein richtiger Battle King. Ja, ich habe schon. Wofür war der denn? Für das Jahr? Für Battle King. Ach so, also. Für mich. Okay, okay. Nicht verwechseln mit Burger King. ja, also ich habe ja? schon mich sehr oft. Also viele Lieder geschrieben, die sich eigentlich darum handeln, dass man irgendwie klarstellt, dass man selbst richtig gut ist und der Rest richtig schlecht. Das ist, man selbst besser ist als der Rest. So, und das, meine das, Aussage. Ja. Ja. Aber ich würde gerne dich mal herausfordern. Mit einem Battle, wenn es okay für dich ist. Ein Battle. Du willst mich battle. Klar, ich mach die platt, Alter. Ja? Ey, oder traust dich nicht? Okay. Also ich hab auch, also ich bin ein riesen Hip-Hopper, also ich habe auch 8 Mile gesehen, also von ja. daher. Ich habe ein okay. Ich habe ein Freestyle bereit, vorbereitet. Okay. Warte. Das mache ich jetzt direkt Freestyle aus der Hüfte und du kannst ja dann versuchen, mich zu battlen. Hier ist dein Mic. Klar, okay, okay. Verstehe total. Ja? Und dann schauen wir einfach mal, was geht. Okay. Okay. Achte auch auf den Text, hat auch ein bisschen Verstand und. Okay. Okay. Ja, dann zeig mal. Brauchen wir mal ein Beat. Okay, okay. Pass mal auf, Sammy, eins ist doch klar, Mann. Du hast ein Problem, du kannst nicht richtig labern. Dein Niveau, deine Sprache ist echt voll die Schande. Noch flacher als das sind nur die Niederlande. Du fährst denn hier und holst dir was zu rauchen? Nen Duden, den kannst du echt mal besser gebrauchen. Selbst Sido, der Assi, kennt mehr Worte als du. Niedriger als dein Wortschatz ist nur dein IQ. Wie bitte? Was? Okay, okay. Das ist Mike Young. Yeah. Ja, yeah, okay, lass die Scheiße hier bin. Scheiß, du weißt nicht, wer ich bin. Dieses 8 Mile, nur das Ziel, der Weiße nicht gewinnt. Du 1,50 Meter Zwerg, weißt du, was vernünftig wäre? Du würdest jetzt hier weggehen, wenn du nicht, ich hab keine Rücksicht mehr. Ich übernehm die Show. Ey, 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 pass auf. Ich übernehme die Show, das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, wenn ProSieben deinen Vertrag in circa einer Stunde kündigt. Du hast kein Charisma, Chef von Raab ist sympathischer. Geh lieber wieder coach dein kleines Fußballteam in Afrika. Okay. Unentschieden. Ich kann das nochmal machen, Alter. Ich habe bloß hier nach vorne reingelegt. Ach. Nein. Okay. Okay, auf jeden Fall. Achso, jetzt okay. bin ich wieder mit dem ja, hier. Du bist mit dem, du alles bist klar. da. Also, das ist schon nicht schlecht. Das war, also. Klar, gut, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, das war unfair, ja, das aber war du hast auch schon aus der Hüfte klar. drei, vier sehr harte geschossen. Ja, ich hoffe, gut. die meinst du nicht so. Nein, das war alles. Es war alles nur so. Auf jeden Fall, das war alles einfach. Das okay. ist rein professionell so. Na klar. Freundschaftliche Ebene. Freundschaftliche Ebene kann man sich ja auch mal einen dummen Spruch drücken. Auf jeden Fall. So in dem das. Sinne. Ja, Sammy, das war sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Let's go. Das ist die Single und auch das Album, was kommen wird. Video gibt es noch nicht, weil gerade gedreht. Genau, läuft genau. aber garantiert bei Viva oder MTV. Ja, genau. Ab nächste Woche hoffentlich. Natürlich, ihr kriegt ja. eine Rotation. Da werde ja. ich mich persönlich für ja, einsetzen. Setz dich mal dafür ein, auf jeden Fall. Klar, ey, mir gehört der Laden. Okay. So, Sammy Deluxe, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und du bekommst von mir natürlich auch was hier, die Best of Pocher DVD. Da kannst du dir nochmal angucken. Aufstieg und Fall eines B-Promis habe ich sie direkt genannt. Okay, da kannst du es dir mal reinziehen, irgendwie, wie es auch Andreas Türk-mäßig auch gut ausgehen kann. Okay. So, wir machen eine kleine Werbeunterbrechung. Dann sind wir gleich nach der Werbung wieder zurück.